Hallo Pilze, willkommen zum neuen Pilze zusammen Video auf meinem YouTube-Kanal. Und wir haben heute einen Wald, wo wir seit fast einem Jahr nicht hingegangen sind, wo sein Aserfurt stocken war. Und dieses Video ist dann unter der Videobeschreibung verlinkt. Dazu hier bei diesem Joggingweg haben wir hier Pilze. Und zwar drei wunderschöne Rebaune Dachpilze. Und ich habe letztes Mal erklärt, dass es der Rebaunwachs eher so gräuliches, pinkiges Spornpulver hat. Dann sieht man hier statt Brennleiste eher so eine rötliche rosa Färbung, ungefähr wie beim Gallenröhrling. Das kann man ja auch gut erkennen, auch von diesem Hut her. So unscheinbar und mit sehr viele Viecher drauf. Aber er bleibt stehen, ist zu alt und wäre essbar, aber nicht so ein guter Speisepilz. Letztes Jahr war das Problem, es war vorzutrocken, weil wir konnten so Pilze sammeln. Und jetzt haben wir das Gegenteil. Es ist schön nass, es hat gestern geregnet, vorgestern auch geregnet, es regnet gefüllt nur. Ich dachte, das war ein Lackball, aber wir haben hier unten gekommen, das ist ein Eichenwirling oder einer der Wirlinge. Das ist ja keine Poren, sondern solche Labyrinthgänge, auch sehr interessant. Ich weiß nicht mal, ob die genaue Art. Ist ungenießbar, aber ein toller Pilzfund. Und ja, wir gucken weiter. Das kann nicht wahr sein. Ein Rotfußröhrling umgeknickt. Der erste Rotfußröhrling 2024. Was hat es hier daneben? Ein Rotfußröhrling, der noch frisch ist. Noch ein Röhrling, noch nie so früh gefunden wie dieses Jahr. Wir haben jetzt den, wievielten Mai? 28. Also schon Ende Mai. Den 29. Mai haben wir. Und hier wachsen ja frische Rotfußröhrlinge. Geil! Noch eine Pilzart für dieses Jahr wächst. Und hier hinten hat es noch eine. Rotfußröhrlinge sind auch hier am Start. Geil, das ist ein geiles Zeichen. Yes, der nächste Röhrling. Nach zum Rotfußröhrling. Ich sammle den nicht, der schmeckt säuerlich. Ist nicht so meins. Manche lieben den, machen, hassen den. Ja, ich würde ihn jetzt nicht sammeln. Also zum Probieren einfach sammeln, warum nicht? Das spricht dagegen. Und hier unten hat es auch Fahrspuren, auch von Meier noch mehr. Dann haben wir wieder so Helmlinge für heute. Das ist natürlich immer sehr, sehr schwierig zu bestimmen. Er hat so das dünnfleischig. Was auch wichtig ist, sowieso violette solche Schüppchen oder was sie sind. Ich kann jetzt keinen Nitrathelmling feststellen, weil es nicht nach Nitrat riecht. Es gibt auch Rettichhelmlinge, aber da muss ich jetzt echt passen. Ich glaube keine Ahnung, dass es ein Helmling ist. Bei Helmlingen gibt es so viele Arten. Hier haben wir noch einen ganz, ganz kleinen. Ja, aber toller Pilzefund. Okay, was haben wir denn hier? Ich glaube, das müsste ein voreilender Ackerling sein, wenn ich auch dieses Exemplar sehe. Irgendwie die Lamellenfarbe. Wir gucken mal dieses Exemplar an. Die ist schon älter, größer, schon hygrophan. Nehmen wir jetzt noch einer. Und man sieht ja, hier war mal eine Teilhaut, die ist jetzt weg. Bei dem anderen sollte es noch dran sein, aber hier haben wir jetzt vom jungen Exemplar die Sporen links hier, ist ausgespurt, ausgewachsen. Hier ist ein junges Exemplar. Wenn man auch drüber streicht, kann man hier auch das Sporenpulver haben. Daneben haben wir auch
ein Prachtexemplar. Also diese Teilhülle. Das ist die Teilhülle. Vor allem da klingen wir essbar. Als hier solche. Ich bin schlecht in Farben zu beschreiben, aber. Und auch dieses Myzelfaden ist auch relativ typisch. Und dieses. Beim Alter sieht man den fast nicht mehr, aber. Sehr geschlossen. Aber toll. Ich sammle den nicht, aber ist ein toller Frühlingspilz. Ups, Frühlingssommerpilz, muss man sagen. Wieder hier ein rehbrauner Nachtpilz. Moin, moin. Hier in so einem alten Stumpf haben wir Blutmilchpilze. Das sind Pilze, die Blut geben können. Oder Blutmilch wie ein Müllermilch einfach in einem Pilz. Und, ist ungenießbar. Ist eine schleimige Konsistenz, wenn man aufplatzt. Und ja. Neue Pilze, noch ein. Habe ich ja im Mojudasdorn gefunden. Sind essbar, sind Halbpilze und werden auch Moja genannt. Kann man auch im Supermarkt kaufen, heißen Moja. Und die schmecken nach gar nichts. Vielleicht ist die Konsistenz ein bisschen komisch, aber gut in Omeletten, gut oder in Instant-Suppen. Deswegen ist eine Win-Win-Situation. Also Win-Win. Senkt den Blutzuckerspiegel und auch andere Biladen hatte drin. Aber ist ein toller Pilz. Aber erstmal zu hoch. Also. Cool.